Gaszylinder. Die Zylinder waren an die Maschine des Erfinders angeschlossen. Okay, da können wir nicht viel machen. Ich würde einen anderen Ausgang finden müssen. Okay, können wir hier aus dem Fenster gucken? Die Fenster waren zu klein, um so zu entkommen. Können wir rausgucken? Dies war wohl kaum die hiesige Fußballmannschaft. Oh. Meine lieben Freunde, beruhigt euch, beruhigt euch. Eure irrationale Angst vor dem Tempel wird allmählich lästig. Nicht vor dem Tempel, Monsieur, sondern vor den Göttern da drin. Sie haben sie geärgert. Das ist ein böser Ort. Wir werden alle sterben. Welch tiefe Einsicht, mein Bester. Je eher deine Kollegen das abgestürzte Flugzeug durchsucht haben, desto eher können wir fortgehen. Ja, Monsieur Susarro. Susarro. Wer auch immer dieser komische Typ da draußen ist. Das war also Susarro. Hier noch was machen? Nö. Also, wir haben jetzt einen Blick aus dem Fenster riskiert und denken uns, da kommen wir auf jeden Fall nicht raus. Aber, meine Lieben, wir können jetzt hier den Stab reinstecken. Der Stab sah aus, als hätte er die passende Größe für das Loch. Sehr professionell, cool, und passt. Drin ist er. Und damit können wir jetzt einmal hochhebeln und jetzt können wir den auch wieder rausholen. Ich zog den Stab aus dem Loch in der Wand. Jetzt dürfte die Tür eigentlich nicht mehr zugehen. Und wir können hier den Klotz runterschieben. Hat funktioniert. Und damit kommen wir jetzt, vielleicht habt ihr das schon gesehen, aber da war ja so ein kleines Loch an der Wand. Und damit kommen wir jetzt durch so einen kleinen Nebengang raus. Und dann hoffen wir mal, dass wir dann so Saro und den tollen Leuten vorbeikommen. Ich glaube, ich sollte mal wieder... Ich kann wohl nicht in Aktion speichern. Und wir sind jetzt... ich wollte es eigentlich nochmal lesen, im Kongo 1 wieder gelandet. Und wir spielen schon seit 55 Minuten. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Okay. Und hier wieder schieben. Blob. Gut, absetzen, rumlaufen, schieben. Und schieb, und schieb, und schieb. Und hoch da. So, jetzt hoch da. Hoch da. Da hoch. Gut. Erstmal, was ist denn das da oben? Auf einem schmalen Sims war ein Vogelnest. Ich kam aber nicht ran. Können wir das runterholen? So sehr ich es auch versuchte. Ich kam nicht an das Nest ran. Das war eine tolle Idee. Doch, George' Arme waren zu kurz. Aber wir können sie auch noch verlängern, die Arme. Hopp. Damit war es geschafft. Dann nehmen wir das Nest hier mal mit. Der Vogel wird es uns schon verzeihen. An die Wand und am Abgrund entlang. So. Ach, da müssen wir jetzt hier hoch. Und rüberhangeln. Also kleine Passagen haben wir hier auch, die aber nicht so schwierig sind, muss ich sagen. Noch nicht. Das wird alles noch ein bisschen komplexer. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt sind wir endlich draußen, aber ich glaube nicht, dass das alles war. Wir müssen ja irgendwie hier auch... Jetzt wird es gleich ein bisschen tricky. Aus dem Augenwinkel entdeckte ich eine vertraute Gestalt. Ich sag ja, das wird ein bisschen Harry tricky. Harry hatte es also doch geschafft. Es war eine steinerne Statue. Die Rückseite war hohl. Darin waren die Überreste eines Feuers. Okay... Können wir hier irgendwas machen? Das verkohlte Holz wollte ich dort nicht wegnehmen. Also, wir müssen jetzt die da unten ablenken. Das heißt, wir das legen würde jetzt mir als Anzünder dienen. Das Vogelnest hier rauf. Deshalb war es so wichtig, dass wir das mitnehmen. Und wir haben ja noch eine Lupe. Und ja, das ist natürlich jetzt einmal aus der physikalischen Richtung. Die Lupe ist eine Sammellinse. Das heißt, sie bündet paralleles Licht auf einem Punkt. Wir gehen davon aus, dass eigentlich Licht von einer Lichtquelle strahlt nicht parallel, sondern, wie heißt das nochmal? Dividend? Ist das dividendes Licht oder das, ach, wie heißt das? Also, er strahlt es strahlt in der Regel auseinander, aber die Sonne ist so verdammt weit weg,
dass das Sonnenlicht parallel ankommt, aber auch Licht, was aus einer Entfernung von 10, 15 Metern auf einen kommt, wird schon als näherungsweise als paralleles Licht betrachtet. Also paralleles Licht wird von der Lupe auf einem Punkt gebündelt. Dieser Punkt heißt der Brennpunkt. Und das werden wir jetzt tun. Sehen Sie doch, Monsieur! Das Böse! Es ist da! George, schnell hierher! Ihr Idioten, es ist nur ein Trick. Kommt sofort zurück. Los, Harry, wir müssen hier verschwinden. Da habe ich alles längst geplant, Kumpel. Während der verrückte Australier mir das Leben rettete, wurde mir eines klar. Ich würde nicht nach Idaho ins Büro zurückkehren. Ich hatte genug von Patenten. Nein, ich würde nach England gehen, um den geheimnisvollen Bruno zu suchen. Glastonbury, England. Um kaum einen anderen Ort der Welt ranken sich mehr Legenden und mystische Erzählungen. Angeblich ist Josef von Arimathea aus dem Heiligen Land hierher gereist. Und zwar nicht, um überteuerte Kristalle zu kaufen. Irgendwo zwischen all dem New Age-Hokuspokus war ein Mann namens Bruno. Und ich würde ihn finden. So, das wird jetzt wieder eine sehr interessante... Ich speichere mal ganz kurz. Wir sind jetzt in Glastonbury 1 und hier gibt es einige nette Herrschaften, die wir hier so ein bisschen aufsuchen können. So, hier geht's anscheinend raus. Ich würde nicht gehen, bevor meine Aufgabe erfüllt war. Okay, dann können wir hier nur in den Ort reinlaufen. Und wir werden jetzt einige nette Bekanntschaften machen in diesem Ort. Ich glaube mal, wir laufen erstmal hier an der Seite entlang. Da kommen wir, glaube ich, jetzt noch gar nicht. So, da kommen wir nicht rein. Hallo? Ist da jemand? Hier sah alles verlassen aus. Okay. Dann haben wir hier diesen Typen, der da rumläuft. Den werden wir jetzt anschnackseln. Komm her. Ein großer Mann in mittlerem Alter lief auf der Straße herum. Er wirkte verloren und irgendwie gefährlich. Ja, deshalb ist er auch vor dir weggelaufen. Ah, dann werden wir ihn mal ansprechen. Ey, du da, bleib doch mal stehen. Ja, das ist er. Guten Morgen. Das sagt sich leicht für Sie, nicht wahr? Wieso? Ist er nicht gut? Nein, Sir, überhaupt nicht. Was ist denn so schlimm daran, wenn ich fragen darf? Das würden Sie nicht verstehen. Vielleicht doch. Unmöglich, Sir. Es sei denn, Sie sind Vater. Und das sind Sie nicht, oder? Nein, aber woher wussten Sie das? Sehen Sie mal in den Spiegel. Unreif, keine Sorgenfalten, optimistische Ausstrahlung. Mann. Also was kann nur ein Vater verstehen? Ich könnte es Ihnen sagen, aber Sie würden es nicht begreifen. Möglicherweise doch. Ich habe mal Urzeitkrebse aufgezogen. Komplizierter kann das auch nicht sein. Also gut. Haben Sie vom alljährlichen Glastonbury Festival für Populärmusik gehört? Das Glastonbury Festival für Populärmusik? Eins der populärsten Festivals für Populärmusik, die es in der Populärmusikwelt gibt. Meine Tochter Melissa ist dieses Jahr hingegangen. Gegen meinen Wunsch, versteht sich. Sie sind kein Freund von Musikfestivals, nicht wahr? Mein lieber Junge, eine Horde halbnackter Jugendlicher taumelt entrückt im Takt hirnloser Musik herum. Zu essen gibt es nur Hippie-Fastfood, zu trinken verdächtiges Hexengebräu. Und alle stehen unter dem Einfluss halluzinogener Drogen. Ist das etwa Ihre Vorstellung von Spaß? Mir würde das gefallen. Wie bitte? Ich sagte, hat es Ihrer Tochter gefallen? Sie ist nicht zurückgekommen. Aha. Haben Sie mit der Polizei gesprochen? Das geht die Polizei nichts an. Melissa hat mich angerufen und gesagt, dass sie nicht mehr heimkommt. Sie hat von einer Nummer in Glastonbury angerufen. Sie muss noch hier sein. Und wenn sie sich mit jemandem eingelassen hat... Ich habe meine Flinte im Land Rover.
Flinte? Doppellauf, 30er Kaliber. Zur Vertilgung von Ungeziefer. Eichhörnchen, Entschuldigung. Aber da draußen ist ein Eichhörnchen. Ich liebe Eichhörnchen. Ich gucke dir so gerne zu, wenn ich hier in den Bäumen rumspringe. Eichhörnchen. Da, da, da. Ein rotes Eichhörnchen. Oh, so ist niedlich. Aber ist recht klein. Für ein Eichhörnchen. Upp, und rüber gesprungen in den anderen Baum. Das ist echt mächtig hier am Rumsuchen die letzten Tage. Im Schnee, gut, ich hab's jetzt im Schnee, sieht man es ja in der Regel nicht, aber die haben ja ihren Winterschlaf teilweise. Aber ich finde das immer so interessant. Ich mag die. Ich finde Eichhörnchen total niedlich. Und ich finde das sowieso faszinierend, dass diese Geschöpfe das schaffen, da draußen zu überleben in unserer heutigen Welt. So, jetzt ist es davon, jetzt läuft es davon runter. Also irgendwie schwachsinnig, dass es erst da hochgeht und auf deiner Seite wieder runterklackselt. Naja, nur so ein Eichhörnchen weiß, was es tut. Gut, jetzt habe ich es aus den Augen verloren, jetzt können wir weiterspielen. So, jetzt mache ich mich ein auf George. Ich heiße George Stobbart. Ein Yankee wie? Colonel Buckley, Rutland Lancers 3. Bataillon im Ruhestand. Irgendwie habe ich mir schon gedacht, dass Sie Soldat sind. Tja, man kriegt zwar den Kerl aus der Armee, aber die Armee nicht aus dem Kerl, was? Vielleicht lag es daran. Oder auch an der Aura von latent vorhandener Gewalt, die ihn umgab. Erkennen Sie das? Der Glastonbury Tor. Was wissen Sie über den Tor? Guter Platz für eine Artilleriestellung. Gut, okay, danke. Ja, das ist sehr hilfreich. Sagt Ihnen dieser Ausweis irgendetwas? Ihnen gehört er nicht. Hab den Kerl nie gesehen. Haben Sie den gefunden? Ja. Dann sollten Sie ihn auf dem Polizeirevier abgeben. Okay, der Typ war merkwürdig. Dann laufen wir auf der anderen Seite weiter. In der ersten Tür können wir ja nichts machen. Hier können wir auch nichts machen. Oh, ich bin wieder hier. Das fand ich verwirrend. Das war kein besonders interessanter Weg. Okay, gucken wir mal. Gibt's hier was? Musizieren und Hausieren verboten. Keine Wurfsendungen. Die lasse ich lieber in Ruhe. Okay, da gibt's auch nichts. Nächste Tür. Wahrscheinlich waren die meisten Leute vormittags bei der Arbeit. Ja, wahrscheinlich so. Gibt's hier noch irgendwas? Kein Zweifel. Hier wussten die Leute noch, wie man Türen baut. Ich versuchte, die Tür zu öffnen. Aber sie war fest verschlossen. Okay. Das ist ja schon mal sehr... Oh, da sitzt einer. Oh mein Gott. Und der guckt uns auch noch an. Mit dem reden wir mal. Vor dem Pub stand ein Mann. Er sah aus, als sei er gerade dem Film Unser Mann in Havanna entsprungen. Vor dem Pub saß ein Mann, George. Meine Fresse nochmal. So, dann reden wir mal mit ihm. Hallo, ich heiße Stobbart. George Stobbart. Wie faszinierend. Mit Doppel-T und Doppel-B? Ja, Sie würden staunen, wie viele Leute meinen, es hieße Stobbart mit D am Ende. Ich habe das Staunen aufgegeben. Imen O'Mara. Sind Sie Ihre? Nein, ich stamme aus Hawaii, von den Maui O'Maras. Sie stammen nicht aus Hawaii. Stimmt, es war gelogen. Sehr scharfsinnig von Ihnen, mich zu durchschauen. Offenbar verfügen Sie über einen klaren, logischen Verstand. Also, was möchten Sie, Mr. Stobbart? Besichtigen Sie die Sehenswürdigkeiten? Ich recherchiere. Vor einem Pub? Ich recherchiere die Ausschankzeiten der hiesigen Pubs. In einem zivilisierten Land müsste man um diese Zeit einen Drink bekommen. Es ist 10 Uhr morgens. Eben. Ian O'Mara. So dringend brauchen Sie doch keinen Drink, oder? Eine schwierige Frage. Analysieren wir sie bei einem Bier. Dafür ist es mir noch zu früh. Sehr weise. Ich werde wohl vorzeitig abtreten, meine Leber von Zirrhose zerfressen. Was soll's? Ist halt Berufsrisiko. Was machen Sie denn beruflich? Guten Morgen, hier ist Imen O'Mara. Heute berichte ich aus der bezaubernden Stadt Glastonbury.
Tut mir leid, ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Natürlich haben Sie das nicht. Also Moment mal. Ich führe hier als irischer Vertreter der Medien Recherchen für meine neue BBC-Sendung durch. Sie machen eine Fernsehshow? Bravo! Der Kandidat hat 100 Punkte. Und ich der Colonel Dörfer, kommt mal wieder interviewe vorbei. Die Einheimischen, probiere die einheimische Küche. Wie heißt die Sendung denn? Unterwegs mit E-Man. Hübsch. Und Ihr nächstes Thema ist diese Stadt? Da blitzt dieser klare, logische Verstand wieder auf. Stimmt's? Wie sind Sie beim Fernsehen?